Willkommen zurück zu Cybiwar 2 und ja, dem Zug, der momentan noch im schönen Romansburg hält, denn es fehlt uns Kohle. Tja, wo ist die Kohle? Kohle ist in der Maschine, vollautomatisiert, aber sie funktioniert nicht und wir suchen, naja, wir suchen na, eigentlich den Wartungsdienst, auf den warten wir. Dauert aber eine Woche oder zwei, natürlich haben wir nicht so lange Zeit. Hans Vorarlberg, naja, dem geht's auch nicht mehr so gut. Wir sollten uns beeilen. Genau. Allerdings, naja, irgendjemand muss die Maschine reparieren, die uns hier mit Kohle versorgt. Genau, diese Förderbänder hier, die, was auch immer. Da passiert nichts. Und ganz im Hintergrund sehe ich, ich sehe ein Feuer. Vielleicht gehen wir da mal vorbei. Das war ja mal eine Idee. Eine Maßnahme. Ja, es geht weiter mit dem schicken Pointen and Klicken. Ja, immer noch die komischen Grafik-Spacks hier teilweise, ne? Vielleicht soll ich das mit diesem Strecken auf 16 zu 9 mal lassen. Wäre eine Möglichkeit. Naja. Na, hier auch. Gefällt mir ehrlich gesagt nicht so. Tja, was macht man da? Ich würde sagen, wir probieren mal ein bisschen rum. Einen Moment. So. Nun könnte es besser sein. Ist jetzt nicht mehr so scharf, so gestochen scharf, aber na, wenigstens sind die komischen Balken da weg. Das muss ja auch nicht sein. Genau. Da drüben ist der Zirkus, der auf die kleine Malka aufpasst. Ja. Achso, wir sind das. Wir sind auch am Kränkeln. Naja, bei dem Wetter. Wer kann es ihr verdenken? Denke mal weiter. Ja, weiter dürfen wir nicht. Kann ich da mit den Leuten reden? Auch nicht. Soll ja angeblich alles Gesindel sein hier in der Stadt. Wir haben ein paar Münzen, Fischbonbons. Einen kleinen Schlüssel. Tja. Hier geht's wohl. Ach, guck mal. Hier geht's wohl nicht mehr so viel. Vielleicht aber doch. Ich würde sagen, wir machen die Musik mal einen Hauch leiser, weil die geht nämlich richtig ab. Habe ich so das Gefühl. Ein Hauch zumindest. Die soll nur leise im Hintergrund vor sich hin düdeln. Die ist mir ein bisschen zu penetrant momentan. So kriegen wir das hin. So, zurück zum Spiel. Ja, komm, das reicht schon. Wenn sie so im Hintergrund ein bisschen bleibt, ist es in Ordnung. Aha, die Maschine. Hier hätten wir einen Kanister. Wahrscheinlich muss da Benzin rein, nehme ich mal an, oder? So ein Pech. Der Kanister ist leer. Mal sehen, ob ich ihn irgendwo füllen kann. Gut. Notiert im Geiste. Haben wir das eigentlich irgendwo aufgeschrieben? Dokumente? Konsultieren, nehmen. Ja, auch von der ganzen. Hatschu! Gesundheit. Auch von der ganzen Aufmachung her, ne? Ganz schön gemacht. Mit, alles so ein bisschen. Oh, ein bisschen vereist. Ja. Ich meine, im ersten Teil war es noch nicht so vereist. Da war alles so ein bisschen einfach nur mechanisch, weil es ja alles so mit den Automaten oder Automatons und so weiter gemacht. Und der Vorarlberg und die ganze Strecke und der Zug, den man aufladen kann und aufziehen, nicht aufladen. Ja, wie die ganzen anderen Maschinchen hier. Und jetzt niest sie auch, das kenne ich gar nicht aus dem ersten Teil. Aber gut, wir drücken den Knopf. Und es passiert. Sehen wir uns das mal an. Ja. Ah, Kein ja. Sprit mehr da. So ein Mist. Ach, das war's? Einfach ein bisschen Sprit rein und dann wird das Zeug wieder hochbefördert, die Kohle. Und dann wird es oben in den Zug befördert. Das ist nämlich das, worum es geht. Aber es fehlt Sprit. Ein Benzingenerator. Ich muss Kraftstoff auftreiben. Genau. Wie wär's? Entweder beim Kolonel mit dem Gemischtwarenladen oder vielleicht direkt beim Zirkus. Der verteilt doch bestimmt Spirituosen. Der hat doch bestimmt irgendwas ganz besonders Tolles. Dafür müssen wir aber erst dem Hansi Bescheid geben, dass er mal bei ihm vorbeischaut und seine komischen
seine Attraktion, seine Pferdchen da repariert, dann könnte es weitergehen. Oder vielleicht kann die kleine Malka ein bisschen Alolol auftreiben. Brennspiritus. Tja, ich kann mit keinem reden. Mal schauen, ob ich irgendwie mit irgendwas interagieren kann, aber sieht nicht so aus. Gut, wir sprechen wieder mal mit dem Chef, der Zirkus. Herr Zirkus? Zu Diensten? Kohle. Herr Zirkus? Ich benötige dringendst Kohle, um meine Reise fortzusetzen. Oh. Aber der Generator des Kohleförderers hat kein Benzin mehr. Ah, tut mir leid, meine Liebe. Ich kann Ihnen über 1000 verschiedene Wodka-Sorten aus den entlegensten Ecken Russlands servieren. Doch wärmt dieser Wundertrank nur Herz und Glieder, aber keinen Motor. Auf Wiedersehen, Herr Zirkus. Bis bald, Fräulein Walker. Ich hoffe, Sie bei der Vorstellung zu sehen. Verdammt. Okay. Die Vorstellung, genau. Wie bekommen wir Benzin oder von wo? Wie bekommen wir das hin? Doch, komm. Malka, du kennst sie doch aus. Ach, vielleicht diese komische Maschine. Vielleicht können wir die anzapfen. Hallo, Malka. Kann ich dich was fragen? Du? Immer. Oh, das ist aber lieb. Besorg mal kurz Brennspiritus oder Benzin, wie dir. Malka, weißt du, wo es hier Benzin gibt? Nein. Aber ohne Benzin funktioniert die Kohlemaschine doch nicht. Was schert mich diese alte, stinkende Maschine? Ich werde sehen, was ich finden kann. Danke, Malka. Tu, was du für richtig hältst. Was ist das für ein Gespräch, die hier führen? Okay. Achso, sie soll mir ja noch mit nach Amerikanien nehmen. Besorg du mal schnell ein bisschen was an Benzin, sonst bleibst du hier. Naja. Achso, das ist nur die Maschine. Maschine bringt uns nicht so viel. Wo? Vielleicht wirklich diese kleine Maschine, die da rumhängt. Was ist es? Seltsames Gefährt. Seltsames Gefährt. In dem leeren Kanister? Nee. Seltsames Gefährt. Nee, eigentlich nicht. Kann man mit den Leuten reden? Auch nicht, ne? Ich kann mich da vorstellen. Ich kann mich umdrehen. Aber mehr machen kann ich nicht. Dann müssen wir mit dem Kolonel reden, oder? Oder gibt es da noch einen anderen Weg? Nee. Viel mehr Möglichkeiten haben wir nicht. Hier unten kann ich höchstens mit Malka oder mit dem komischen Typen da reden. Leere Kanister, ja, lass mal weg. Was macht das? Was tut es? Nee. Nee. Vielleicht ist das die Bremse oder irgendwie sowas, aber das ist sowieso keine Kohle. Wir fahren ja nicht weiter, das geht nicht. Benzin. Ach stimmt, vielleicht haben wir was mitgenommen. Oder? Oder vielleicht weiß Oscar Bescheid. Wir fragen mal Oscar. Vielleicht weiß Oscar, wo das gute Benzin liegt. Viel mehr Möglichkeiten haben wir ja nicht. Das haben wir schon gemacht, aufgezogen, wie auch immer. Oscar. Guten Tag, Oscar. Guten Tag, Kate Walker. Hans sieht nicht gut aus. Finden Sie nicht auch? Die Begeisterung bleibt, aber das Räderwerk verschleißt, Kate Walker. Ja, so ist es wohl. Naja, das Alter. Manchmal denke ich, dass ich mir das alles nur einbilde. Dass Siberia ein Hirngespinst ist. Sie haben eigenartige Gedanken, Kate Walker. Es berührt mich schmerzlich, dass Sie auch nur einen Moment an meiner Realität zweifeln können. Und gar an der Realität von Herrn Vorarlberg. Entschuldigung, Oscar. Wie dumm von mir. Aber echt. Siberia lebt. Oscar, brechen wir bald auf? Sobald Sie Kohle gefunden haben, Kate Walker. Bis später, Oscar.
Auf Wiedersehen, Kate Walker. Ja, ja, auf Wiedersehen. Mach du mal weiter hier, mit was auch immer du da tust. Ja, wir brauchen dringend... Dringend brauchen wir Benzin. Wo kriegen wir Benzin her? Bei ihm? Hoffentlich, weil ich wüsste nicht was. Es sei denn, man kann die Bonbons irgendwie ein bisschen ausquetschen und vielleicht sind sie mit viel Alkohol. Vielleicht reicht das schon. Colonel Emeljov. Genau. Ha! Kate Walker! Kanister. Der Generator ist leer. Er hat kein Benzin mehr. Kein Benzin? Das ist ja erstaunlich. Meines Wissens nach hat sich niemand des Kohleverteilers bedient. Zum Glück habe ich einen Kanister. Wo kann ich ihn auffüllen? Da musst du auf den Wartungsdienst warten. Er kommt hin und wieder zum Auffüllen her. Das Lied kenne ich. Nächste Woche oder übernächste Woche oder noch später. Genau. Unten ein Generator, der den Kohleverteiler dort oben steuert. Wie fortschrittlich. Das ist nicht erstaunlicher als eine Aufziehlok, die Kohle benötigt, mein liebes Fräulein. Tja, ich will Sie nicht länger aufhalten, Colonel. In Ordnung. Bis später. Tja, da bleibt eigentlich nur noch Hansi, ne? Wenn Hansi nicht irgendwie einen Kanister Benzin mit sich rumschleppt, dann haben wir schlechte Karten. Ja, hier gibt's nichts mehr. Hier gibt's nichts mehr. Ein Kanister mit Benzin, ja, weiß ich nicht. Wir werden ja wohl sowas an Bord haben, oder? Sagt man da an Bord? An Bord des Zuges? So, hier geht's wieder raus. Heißt, wir müssen... Ja, wo sonst könnte was sein? Hier liegt ja nirgends was rum. Wir... Haben wir irgendwas gebunkert? Also ein bisschen Benzin dabei zu haben, kann doch nicht schaden. Gerade so wegen Feuerchen anmachen oder so. Ne? Wir fahren hier in den eisigen... ins eisige Sibirien, auf die äußerste, was weiß ich, östliche oder so Insel. Hansi. Hans? Ja, geht. Bitte? Hans? Ja, geht. Tja, das war's. Okay. Leerer Kanister. Nee. Wo würde ich den leeren Kanister? Was haben wir denn noch? Wir haben Münzen, wir haben Fischbonbon und einen kleinen Schlüssel für die... für diese komischen... ja, diese Bonbongläser da. Bonbon. Ja, okay. Die Zylindermaschine von Hans. Noch etwas, woran Hans seit seiner Ankunft an Bord herumgebastelt hat. Ja, das ist alles mechanisch. Das bringt nichts, hier mit dem Kanister anzukommen. Nee, nee. Irgendwie, schwierig. Ich will doch nochmal im Bad schauen. Vielleicht ist ein Bad irgendwie unterm... zum Heizen vielleicht. Bei dieser Kälte habe ich keine Lust zu duschen. Danke. Bitte. Wie wär's mit den leeren Kanister auffüllen? Nee, Quatsch. Leerer Kanister... ist hier sonst noch irgendwas? Heizung. Komisch. Wir müssen irgendwoher das Benzin kriegen. Wo könnte es Benzin geben? Also Otto hat nichts. Quatsch. Oscar hat nichts. Der komische Zirkus unten hat auch nichts. Und das dumme Gör will nicht. Vielleicht können wir sie auch mit den komischen Fischbonbons locken. Denn dafür tut sie bestimmt alles. Vielleicht auch nicht. Was tun? Oder haben wir noch irgendwas nicht entdeckt oder so? Nee, es gibt hier nirgends weiter. Diese komische Maschine, was soll das denn? Können wir... Komm, gib Fischbonbons an. Nee, tun wir nicht. Oder müssen wir die Maschine irgendwie reparieren? Also ich wüsste nicht, wo man... noch mit irgendwas interagieren könnte.
Kann man da hinten weiter? Nee, ne? Schauen wir uns mal die Maschine nochmal an. So. 4 Pferdchen für ein Halleluja. Kanister bringt nicht so viel, obwohl es hier... Ach, wäre schön, wenn es aus den Rohren hier, ne, guten Alkohol gäbe. Beziehungsweise Benzin. Kleiner Schlüssel. Münzen, kann man da was einwerfen? Nee, ne? Nein, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Da muss doch irgendein Zahnrad bestimmt oder so hier draufgelegt werden. Oder irgendwas mit Druck, mit Wasserdruck oder so. Und der hat wirklich nichts zu melden. Herr Zirkus? Zu Diensten? Kohle. Herr Zirkus, Sie verstehen sicher, dass ich meine Reise ohne Kohle nicht fortsetzen kann. Ich kann Ihnen wirklich nicht weiterhelfen, Fräulein Walker. So leid es mir tut. Auf Wiedersehen, Herr Zirkus. Bis bald, Fräulein Walker. Ich hoffe, Sie bei der Vorstellung zu sehen. Ja, ja. Vorstellung. Also er, ich kann den komischen Hansi, kann ich nicht Meldung machen hier von wegen, da unten ist dein alter Freund. Geh mal runter und repariere gleich noch die lustigen Viecher. Das ist aber unangenehm. Und das dumme Gör weiß auch nicht Bescheid, oder? Die verheimlicht doch was. Los, rück raus mit der Sprache. Wo ist Benzin? Hallo, Malka. Kann ich dich was fragen? Du? Immer. Ende der Durchsage. Alles klar. Na gut. Vielleicht gammelt hier irgendwas rum und ich sehe es nicht. Das heißt, ich laufe jetzt zurück, oder? Ja, ja. Nee, ist okay, ist okay. Du kannst hier bleiben. Kann man irgendwie seitlich weiter? Ist da noch irgendwo irgendwas? Ah, natürlich. Aha. Ein Eichhornmann. Bestimmt ein alter Generator irgendwie. Ja, ja, da wo die... Ja, ja, wo das, wo der Qualm hochkam. Oh, Mensch. Was denn nun schon wieder? Halt's Maul, alte Töle. Sonst kriegst du das mit mir zu tun. Was ist denn jetzt schon wieder? Guten Tag. Kruzifix. Ich hätte alles erwartet, nur nicht. Was kann ich für Sie tun, mein Fräulein? Na, ich bin die Karte. Mein Name ist Kate Walker. Bin vorhin hier angekommen. Ah, welch charmante Person. Sie kommen sicher von weit her. Aus New York. Aus New York? So, so. Und Sie reisen allein, mein Fräulein? Nein, nein. Zwei Freunde begleiten mich. Ich bin mit dem Zug angekommen. So, so. Ja, ja. Hören Sie, ich möchte... Wir haben bereits genug Zeit verloren. Also hören Sie auf, uns zu belästigen. Sonst kommen wir noch auf komische Gedanken, mein Bruder und ich. Ich verstehe. Wir wollen doch nicht, dass Ihnen am Ende noch was zustößt, mein Fräulein. Oh, okay. Was soll dir denn zustoßen? Ja, wahrscheinlich der Schnupfen, ja, ja. Der ist schon schlimm geworden. Ich brauche Kohle für meinen Zug, aber die Kohlemaschine hat keinen Sprit mehr. Könnten Sie mir vielleicht etwas Benzin verkaufen? Oh, Sie reisen bereits ab. Leider, leider haben auch wir keinen einzigen Tropfen Benzin mehr. Ah, aber ich höre da hinten doch deutlich Motorengeräusche. Ah, das? Tja, das ist ein Elektromotor, mein Fräulein. Und all dieser Rauch ist wohl auch elektrisch. Was geht Sie das denn an? Kümmern Sie sich um Ihre eigenen Angelegenheiten und lassen Sie mich und meinen Bruder arbeiten. Genau. Sollt Igor und Ivan in Ruhe lassen. Aber ich brauche doch nur ein bisschen Benzin. Wir haben keins. Verstehen Sie? Kein Benzin. Nein. Kein Benzin. Kein Benzin. Ihr lügt doch. Wie er das Maul aufmacht. Vielleicht können wir ihn Fischbonbons andrehen. Die finden bestimmt der andere, der Igor oder der Ivan, je nachdem welcher was ist, bestimmt super. Und dann gibt's super viel Benzin. So, hören Sie doch bitte.
Ich brauche unbedingt ein wenig Benzin und Sie allein scheinen hier welches zu haben. Ah, la. Das nenne ich dickköpfig. Ich sagte bereits, wir haben keins. Kein Benzin. Ja, man kann sie doch irgendwie einigen, oder? Ich bin mit dem Zug angekommen und... Haben mein Bruder und ich gesehen. Tolles Gefährt. Wirklich. Das ist kein russisches Fabrikat, stimmt's? Schöner Zug. Sehr schöner Zug. Nein. Der Zug gehört einem meiner Freunde. Ihr Freund muss aber reich sein. Nicht wirklich. Er hat diesen Zug bauen lassen, um nach Sie... ich meine, um sich eine Art Traum zu erfüllen. Einen Traum, sagen Sie? Interessant. Für welche Art Traum braucht man denn einen solchen Zug? Falls das nicht indiskret ist. Für einen Kindheitstraum. Was Sie nicht sagen, mein Fräulein. Solange ich kein Benzin habe, kann ich keine Kohle bekommen und mein Zug kann nicht weiter. Na und? Was können wir denn dafür? Da Sie mir nicht helfen zu scheinen wollen. So ist es, mein Fräulein. Auf Wiedersehen. Kann ich irgendwie durch den Zaun nur mit dem anderen reden? Weil der scheint ja so ein bisschen geistig, ne? Also da komme ich nicht ran. Vielleicht kann ich mich drum rumschleichen oder so. Genau, durch den Zaun am besten nur mit ihm reden. Genau hier. Zirkus Romanov, Romansburg. Nicht Romanov. Romansburg. Aufschneiden vielleicht? Mit dem Schlüssel? Nee. Fischbonbons hinwerfen. Was genau? Achso. Abmachen. Ja gut, Diebstahl haben wir. Jetzt ist Betrug. Oder beziehungsweise Einbruch ist ja im Grunde genommen Hausfriedensbruch. Ist ja das geringere Übel. Komm. Wir schleichen uns rein. Vielleicht kommt der Hund. Wir müssen den Hund mit Fischbonbons ablenken. Was ist das denn? Irgendwas mit Augen? Womöglich ein Mammut? Was in? Hey, aber... Verdammtes Viech! Jetzt aber, wenn ich dich erwische! Jetzt aber schnell! Zack, zack, zack! Da, Kanister! Nimm Kanister auf. Da, da, da. Zack, direkt den vollen. Einfach austauschen. Platziere leer. Nehme voll. Sehr gut. Einfach in die Tasche stecken, genauso. Was soll schon schief gehen? Was machen die da eigentlich? Geht! Dieses Gerät ist ja ekelerregend. Wie? Ist ein Ofen? Oder das, was da drauf... Nanu? Vielleicht müssen wir mit ihm reden. Entschuldigen Sie. Schlafen Sie? Ist das eine gute Idee, ihn anzusprechen? Was los? Was wollen Sie? Ich möchte kurz Ihren Bruder sprechen. Ivan, er hat mich allein gelassen. Hat mich zurückgelassen. Oh, wie tun Sie mir leid, Igor. Verdammter Köter! Und all das Geld, das er mir eingebracht hat, löst sich in nichts auf! Da ist... Ivan wird sich freuen, Sie zu sehen. Aber Sie... Nein! Nicht gehen, mein Fräulein! Zu spät. Wir sind schon weg. Was? Du hast die Amerikanerin gehen lassen! Du Blödmann, Igor!
Du Vollidiot! Das war knapp. Wir haben schon Action geladen hier. Wenn das mal, ins Auge gegangen. Hoch. Ach, wir können zur Burg latschen. Oh, dafür ist es wirklich zu kalt. Schade, schade. Komm, machen wir trotzdem, oder? Wir sind hart im Nehmen. Was ist das? Aber schön gezeichnet, ne? Gefällt mir. Haben sie fein gemacht, die Herren von Mikroids oder so? Aha, Münzen. Eine Münze, bitte. Ne, dann den Schlüssel. Ne, das ist der Universalschlüssel. Das Ding klemmt. Es klemmt. Das Ding klemmt. Ja, ich hab's begriffen. Brauchen wir Öl oder sowas? Mit Benzin kommen wir da nicht weiter, oder? Nee. Und dann können wir was? Eine Zeitung hier rausholen. Ja, mal merken. Das Ding klemmt. So ein schöner Wintermantel wäre auch nicht schlecht. Vielleicht finden wir sowas noch unterwegs. Oder wir stehlen es. Ich muss zum Kloster führen. Das ist viel zu weit. Vielleicht besichtige ich es auf dem Rückweg. Was für ein Rückweg? Was? Rückweg? Achso. Nach Sibiwa. So, schön laufen, dann wird er warm. Jedenfalls sagen wir noch Energie aus. Das. Ach, das ist ein Kloster. Ah ja, von mir aus. Dann schnell wieder zurück. Hier haben wir nämlich nichts verloren. Soll ich den beiden Typen in die Arme laufen? Das wäre schlecht. Oh, oh. Was war das? Hallo? So, schnell. Benzin in Förderband oder in komische Maschine für Kohlefördergeschichte einflößen. Und dann kann es auch schon weitergehen. So. Weil Kohlen müssen ja da sein. Ich sehe da einen riesigen Berg. Sauber, Leute. Fall gelöst. Genau. Ist wieder leer. Wollen wir nichts stehlen? Das braucht der Nächste nämlich wieder. Aha. Funktioniert? Der Generator funktioniert. Sehr gut. Jetzt muss ich nur noch die Kohle hochfördern. Nur noch die Kohle. Nichts leichter als das. Mit dem Kind reden? Nö. Schon wieder Eichhornmann. Nee, nee, ist okay. Komische Maschine, was soll das denn? Also, zurück. Hoffentlich funktioniert das auch. Dann haben wir die Kohlen. Und da sind wir eigentlich abmarschbereit. Aber was ist mit dem komischen Zirkus? Wollt ihr nicht mit dem Hansi sprechen? Ich glaube schon. Oder sollen wir uns einfach vom Acker machen? Ist das nicht ein bisschen frech? Weiß auch nicht. Gut, ja, einfach aktivieren, oder? Ja, sauber. Hälfte haben wir. Kate Walker, es ist furchtbar. Beruhigen Sie sich. Was ist denn los? Herr Vorarlberg ist verschwunden. Was? Er war im Zug und jetzt ist er nicht mehr da. Machen Sie sich keine Sorgen, Oskar. Er kann nicht weit sein. Den finden wir schnell wieder. Um seine Gesundheit steht's nicht zum Besten. Und es ist sehr kalt. Ich weiß, Oskar. Aber keine Bange, ich mache mich sofort auf die Suche. Hm. Ist er schon runter? Zu diesem Zirkus, weil wir das jetzt hier erledigt haben? Also wir haben nur die Hälfte. Können wir das irgendwie... Aber reicht wahrscheinlich, ne? Ich hätte gern beide Hälften. Und bezahlen müssen wir das irgendwie auch nicht, ne? Das ist einfach, gehört alles dem Staat. Nanu? Wer ist da hinten? Achso. Plakatklebemann. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus, oder wie? Doch. Obwohl, ich gehe vielleicht erstmal in den Laden. Wie wäre das denn? Oder bringt ihr jetzt schon die neuen Plakate an? Weil... es repariert wurde. Jetzt kann es losgehen, oder wie ist das? Hier ist er nicht. Okay, dann
Weg mit uns. Da wo die komische Platte ist, da drunter müsste diese komische Apparatur hängen. Was ist das denn für ein Quatsch? Genau das hier, was man da gerade sieht. Naja. Wo mag er sein? Ich gehe mal direkt zum Zirkus, oder? Oder das Kind Malka, vielleicht was gesehen. Hast du mal kurz Zeit für mich? Oh, du bist noch nicht weg? Ach, oder sie haben ihn mitgehen lassen, weil, ne, Igor und Ivan, weil eventuell ist er ja reich. So, so. Malka, hast du meinen Freund Hans gesehen? Ihm geht's nicht gut. Ich muss ihn finden. Den kleinen Mann? Ja, hab ich gesehen. Der ist nett, hat von Mammuts und einem fernen Land erzählt. Du hast Hans gesehen. Wo ist er? Er ging zu Zirkus. Ah. Er sagte, ich gehe einen alten Bekannten besuchen. Ich werde sehen, was ich finden kann. Danke, Malka. Tu, was du für richtig hältst. Ja, okay. Wie die Gespräche enden, ist manchmal ein bisschen komisch. Ich werde tun, was ich... Blabla. Das ist die Antwort auf die Bonbons. Besorg mir Bonbons, dann, ne, kriegst du was. Warum? Oh. Psch. Repariert? Hans, wie geht es Ihnen? Vater? Hans will nicht mehr auf den Speicher. Das alles ist nicht seine Schuld. Hans? Dein Bruder ist ein Taugenichts. Hörst du, Anna? Ein Dummkopf und Taugenichts. Er redet wirr. Hans? Siberia. Hans? Dein Bruder ist ein... Hans? Vater? Hans? Gut, ich glaube, der ist fertig. Vielleicht liegt auf dem Tisch irgendwas rum. Ja, ich denke, es ist besser, wenn wir jetzt gehen. Der tolle Auftritt hier war wohl nichts, aber hier gibt es nichts. Nichts zu holen. Ja, aber es muss ja auch hier durch die Gegend latschen. Und warum wartet er nicht auf Oscar? Oder mich? Also, Kate. Kate. Kate Walker. Kate Walker? Was soll das alles bedeuten? Ich weiß nicht recht. Hans erlitt eine Art Anfall, einen Fieberwahn. Es ist schlecht um seine Gesundheit bestellt. Das ist ja fürchterlich, Kate Walker. Wir müssen etwas unternehmen. Das kann so nicht weitergehen. Beruhigen Sie sich, Oscar. Ich werde sehen, was ich tun kann. Einverstanden, Kate Walker. Beeilen Sie sich. Hm. Vielleicht nochmal in den Zirkus und einen schönen, kräftigen Wodka oder sowas holen. Vielleicht weckt das die Lebensgeister wieder. Wärmt von innen. Oder Medizin oder sonstiges. Hm. Und die beiden Lappen waren auch wieder am Start. Der komische Ivan und Igor. Naja. Wer war nochmal wer? Nee, Ivan war der Böse, ne? Bruder Ivan. Ja, ja. Oder die kleine Malka hat Munition. Medizin. Malka? Ja, Kate? Ah. Mein Freund Hans ist sehr krank. Er braucht einen Arzt. Ah, oh, sonst stirbt er, stimmt's? Wie meine Mama? Weiß nicht. Er möchte unbedingt ans Ziel seiner Reise gelangen. Manchmal genügt das nicht. Oh. Sehr. Okay. Die ist reifer, als sie aussieht. Schon als kleiner Junge träumte Hans davon, in das Land Siberia zu reisen. Siberia? Das gibt es gar nicht. Nur in Gute-Nacht-Geschichten. Und ich bin schließlich kein Kind mehr. Nee. Aber ich glaub daran, Malka. Dann musst du deinem Freund helfen, Kate. Ja. Was ist denn das für ein Kind? Sag mal, wüsstest du, wer meinen Freund Hans gesund machen könnte? In Zirkus Kneipe. Da gibt's Stärkungsmittel. Sag ich doch. Ich brauche einen richtigen Arzt. Dann musst du zum Kloster.
Kloster. Ich nehme an, in dem Kloster wohnen Mönche. Ja, Mönche mit langen, schwarzen Kutten. Oh, die machen einem richtig Angst. Vor Ordensleuten braucht man doch keine Angst zu haben. Och. Und die können Hans gesund machen? Der alte Patriarch ist sehr streng. Er hilft deinem Freund nur, wenn du die Klosterregeln befolgst. Woher weißt du das, Malka? Meiner Mama hat er nicht sofort geholfen. Wegen der Regeln. Deswegen ist sie gestorben. Das tut mir leid, Malka. Das ist aber ungünstig. Wie lauten denn die Regeln? Kennst du die noch? Oder muss ich selber rausfinden, ne? Ist jetzt Not am Mann oder wo, vielleicht ein Kittel? Wir nehmen das Stärkungsmittel, das macht uns dann, das hält uns warm. Und dann können wir zum Kloster. Sehe ich das richtig? Lass uns weint's wiederum. Ist ja so kalt. Ich könnte hier rüber einen richtigen Kittel anziehen. Ich meine, wir sind ja im tiefsten Sibirien oder kurz davor. Guten Tag, Herr Zirkus. Guten Tag, Fräulein Walker. Wie geht es Hans Vorarlberg denn? Nicht gerade bestens. Wenn ich irgendwas tun kann. Ich stehe immer zu Diensten. Ja. Arzt. Ich schätze mal, wie gesagt, wir brauchen das Stärkungsmittel und dann geht's auf ins Kloster. Herr Zirkus, Sie waren es, der die kleine Malka aufgenommen hat. Stimmt's? Ich konnte das Kind doch nicht sich selbst überlassen. Und Ihre Mutter? Eine Zigeunerin, die vor irgendwas floh. War bereits schwer krank, als sie herkam. Fieber, Erschöpfung. Die Mönche haben versucht, ihr zu helfen, oder? Naja, wenn man so will. Als sie endlich die Güte hatten, die arme Frau ins Kloster zu bringen, kam bereits jede Hilfe zu spät. Denn diese alten Knacker haben ihre ganz eigenen Regeln. Sie lassen eher jemand abkratzen, als dagegen zu verstoßen. Ich kann die nicht leiden, Fräulein Walker. Was für Regeln meinen Sie? Eine dumme Tradition. Um sicherzugehen, dass der Kranke auch wirklich leidet, muss sich der Patriarch das Gesicht des Kranken ansehen, bevor er ihn empfängt. Aber wie denn? Das verstehe ich nicht. Man muss den Gesichtsabdruck des Kranken auf einem Tuch vorlegen. Verstehen Sie? Wie beim Leichentuch Christi. Okay. Das heißt, da müssen wir ein Leichentuch besorgen. Oder ist ein Tuch? Wo kriegen wir ein Tuch her? Dann auf seine Rübe und dann zum Kloster. Was? Ich dachte erst, wir müssen ein Foto oder sowas schießen. Okay. Ich muss zugeben, das mit dem Leichentuch verstehe ich nicht ganz. Sie werden sehen. Die Mönche haben am Dorfende ein kleines eisernes Schränkchen deponiert. Ja, ja. In ihm befindet sich ein Stapel Tuchstücke aus Leinen. Diese Tücher, wenn sie auf den Kopf des Kranken gelegt werden, nehmen dessen Schweiß so stark auf, dass sich seine Gesichtszüge auf dem Laken abzeichnen. Und der alte Patriarch verlässt sich bei seiner Diagnose auf diesen Abdruck? Auf jeden Fall, mein Fräulein, beurteilt er so, ob derjenige, dessen Gesicht sich auf dem Laken abzeichnet, krank genug ist, um ins Kloster gebracht und von ihm gepflegt zu werden. Ich nehme an, dass ein jeder sich bei Bedarf ein Laken aus dem Schränkchen nehmen kann. Nein, hüten Sie sich! Die Laken darf nur Malka ausgeben. Auf diese Aufgabe ist sie sehr stolz, müssen Sie wissen. Diese Verantwortung wurde ihr gewissermaßen vom Patriarchen persönlich übertragen. Und das Mädchen würde sie nie im Leben abgeben. Herr Zirkus, Hans Gesundheitszustand beunruhigt mich. Das ist meine Schuld. Ich hätte ihn nicht um diesen Gefallen bitten sollen. Welchen Gefallen? Nichts Besonderes eigentlich. Nur diese verflixten Pferde zu reparieren. Machen Sie sich darüber keine Sorgen. Hans war schon vorher krank. Sie haben damit nichts zu tun. Naja, aber den Gnadenstoß haben wir ihm damit gegeben. Ja, ja, schäm dich. Gut, also Malka hat wahrscheinlich den Schlüssel. Deswegen hat sie es persönlich bekommen, ne? Vom Patriarchen. Ich weiß ja nicht.
Herr Zirkus, wüssten Sie jemanden, der Hans Vorarlberg behandeln könnte? Oh, Ärzte sind hier eine Rarität. Da fallen mir nur die Mönche ein. Die Mönche, haben Sie gesagt? Die Leute sagen, der Patriarch des Klosters besitze Heilkräfte. Sie sagen auch, er sei nicht mehr ganz bei Verstand. Leicht hysterisch, wenn Sie verstehen, was ich meine. Wie dem auch sei, ich habe keine andere Wahl. Okay. Ja, Hilfe, wir wissen auch schon, was zu tun ist. Herr Zirkus, würden Sie mich bitte zum Patriarchen des Klosters bringen? Nun, wenn Sie mich fragen, ich würde Ihnen eher davon abraten. Ach ja? Und warum? Die Zirkusleute und der Klerus waren sich schon immer spinnefeind. Mein Kabarett ist ein Ort des Lasters. Und ich bin nur ein alter Ungläubiger, der die Leute von der Kirche fernhält. Aber Herr Zirkus, wir befinden uns noch nicht mehr im 19. Jahrhundert. Hier schon noch ein bisschen, Fräulein Walker. Es ist besser, ich halte mich da raus. Gut. Haben die Mönche Telefon? Die haben ja noch nicht mal Strom. Nein, Sie müssen persönlich hin, Fräulein Walker, ins Kloster. Und Sie überzeugen, sich Ihres Freundes anzunehmen. Ja, aber kommen wir da einfach hin? Sie hat doch gemeint, oh, das ist aber weit und wahrscheinlich kalt. Wir brauchen Stärkung. Gib uns Stärkung, bitte. Wie gelangt man zum Kloster? Wenn Sie rausgehen, biegen Sie nach rechts. Sie können es nicht verfehlen. Danke. Ja, sowas mag ich. Ist ja perspektivisch gedacht, ne? Weil draußen, wo davor steht, geht es ja eigentlich links. Aber von drinnen, ja, ist gut. Aber wir brauchen winterfeste Kleidung. Es ist bitterkalt, Herr Zirkus. Genau. Muss ich zu Fuß zum Kloster gehen? Gibt es wirklich gar kein Transportmittel? Vergessen Sie das. Das Gelände ist viel zu unwegsam. Sie werden wohl oder übel laufen müssen. Es tut mir wirklich leid für Sie. Sie kann mal anfangen, damit den Kittel zuzumachen. Das ist doch schon mal der erste Schritt, dass sie nicht komplett erfriert. Bei Ihnen ist es sehr kalt. Ich kann in dieser Kleidung nicht bis zum Kloster gehen. Sie haben recht, Fräulein Walker. Das wäre nicht gerade ratsam. Könnten Sie mir warme Kleidung leihen, Herr Zirkus? Das dürfte schwierig werden. Wir haben nicht gerade die gleiche Größe, verehrtes Fräulein. So rum geht das schon. Ja, ich verstehe. Verzeihen Sie die Nachfrage. Ich werde woanders versuchen, Kleidung aufzutreiben. Jetzt muss ich aber weiter. Ja. Beeilen Sie sich, Fräulein Walker. Und viel Glück. Ich danke Ihnen, Herr Zirkus. Nochmal. Das zierliche Persönchen passt locker in deine Kleidung. Dann trägst du es halt wie einen Mantel, wenn du ein Unterhemd reichst. Naja. Hat das repariert? Ja oder nein? Oder immer noch nicht? Nee, immer noch nicht. Fehlt bestimmt noch was. Beziehungsweise, wenn er wieder ganz ist, dann gibt es hier wahrscheinlich als Abschluss das große Finale mit den Pferdchen. Ja, ja. So, erstmal von Malka jetzt die Erlaubnis, die den Kittel brauchen wir. Vielleicht hat die auch warme Klamotten. Hoffentlich müssen wir nicht zu den Kollegen da hinten. Oh, wir können was stehlen. Stehlen wir bei denen so einen dicken, fetten Mantel. Sag mal, alles in Ordnung? Klar. Zirkus hat mir von deiner Mama erzählt und warum man sie im Kloster nicht heilen konnte. Ja. Denn manchmal sind die Leute zu krank, um sie noch heilen zu können. Ist dein Freund zu krank? Ich hoffe nicht. Dann helfe ich dir. Oh, das ist aber nett. Wir brauchen einen Schweißkittel, bitte. Kannst du mir helfen, Malka? Nur wenn dein Freund ein bisschen krank ist. Nicht zu sehr, sonst macht's dich traurig. Tja, also versuchen wir's. Weißt du, wie bei deiner Mama, bei den Mönchen. Also, auf dem Weg, der zum Kloster führt, steht eine Art Eisenschränkchen voller Laken. Die Mönche nennen das Grabtücher. Ich geb dir eine Münze, damit du eins holen kannst. Kate, das ist ganz, ganz wichtig. Und dann? Was mache ich denn mit dem Tuch? Nimm es und leg es auf das Gesicht deines Freundes. Okay, ich mach's so, wie du sagst. Tja, und dann erstickt er.
Münze. Danke für deine Hilfe. Komm mich wieder besuchen. Ich mag dich, Kate. Klar. So. Bis später, Zigeunerkind. Die haben Zigeuner gesagt. Ich darf auch Zigeuner sagen. So, das heißt, Münze nutzen. Hoffentlich nervt jetzt keiner. Obwohl, vielleicht können wir da wirklich nochmal rein, wegen der warmen Klamotten. Nee, nee, wir schleichen sie mal durch. Nein. Ach, guck mal, zugenagelt haben sie es. Verbarrikadiert. Diese Leute mögen keinen unangemeldeten Besuch. Naja, also, ich sag nur Hausfriedensbruch. Wir müssen eigentlich die Bullen rufen, Kate. Weißt du ganz genau. Schaffst du in so einer Anwaltskanzlei, oder? Du weißt doch genau, was du da machst. So, und die haben auch Rechte, auch wenn es Assis sind. So, Münze. Zack. Aha, deswegen hat sie geklemmt. Verstehe. Sehr gut. Und Leichentuch. Muss man das denn so nennen? Noch geht's ihm ja gut. Schnell zurück. Jetzt zählt jede Minute. Der arme Hans, später kratzt er uns noch ab. Und das wollen wir doch verhindern, oder? Aber auch Reflexion, auch nicht schlecht, ne? Haben sie jetzt heute so manche Top-Spielchen nicht? Obwohl das natürlich wieder ein Trick ist, bestimmt. Aber macht ja nichts. Und ständig läuft da oben das Eichhornmännchen durch die Gegend. Was soll das denn? Ja, schön langsam. Könnte rutschig sein. Eile mit Weile. So. Müssen wir dann. Nee. Einfach nur voll schwitzen lassen. Und dann nehmen wir den verschwitzten Kittel mit. Und den müssen wir dann zum. Na, brauchen wir bestimmt noch einen Stärkungstrank, oder? Sagt sie, er ist viel zu kalt. Ich kann das nicht. Ja. Benutze Leichentuch mit Hansi. Und voll geschwitzt. Boah, wie schnell das geht, ne? Hans Leichentuch. Ja, wir sind mal weg. So, zack, zack, zack. Schnell wieder zurück zum Kloster. Ich hoffe mal, das funktioniert wirklich. Sonst müssen wir nochmal einen Zwischenstopp einlegen. Oh, vielleicht hat der Kolonel ja einen Kittel für uns. Wir fragen mal nach. Und Spinne? Na, heute mal nicht. Kolonel, Sie müssen mir helfen. Ich bitte Sie. Was kann ich für dich tun, Kate? Wir brauchen winterfeste Kleidung. Hilfe! Ich möchte zum Kloster gehen, aber hier ist es so schrecklich kalt. Können Sie mir vielleicht warme Kleider leihen? Da. Auf dem Speicher gibt es vielleicht, was du suchst. Ich hole die Leiter herunter. Ich werde es Ihnen selbstverständlich erstatten. Das ist nicht nötig, Katjuschka Walker. Katjuschka. Du bist wie ein Sonnenschein in diesem alten, staubigen Laden. Es ist mir eine Freude. So ein nettes Gebäude. Auf dem Speicher findest du bestimmt etwas Nützliches. So, mein Fräulein. Ich kann ohnehin nicht da hinaufsteigen. Wieso nicht? Drei gesunde Glieder, das muss doch reichen. So, und hoch da. Zum Glück bin ich nochmal vorbeigelaufen. Jetzt ist nämlich wieder rumgeheult. Oh, ist das kalt. Das geht so nicht. Mal die Zähne zusammenbeißen, komm schon. Einfach schneller laufen, einen strammen Marsch. Jetzt nur noch einen geeigneten Ort finden. Ach so, jetzt muss er ins Bad. Ja, ja, ich verstehe schon. Naja, er kann doch jetzt hier geschwind. Wie, wollen einen geeigneten Ort finden? Jetzt suche ich auch mal die Leiter runter. Geeigneten Ort. Ach so, das ist nicht nur ein Kittel, oder? Winterkleidung. Okay. Oh, jetzt macht es aber spannend.
Oder? Endlich ein wenig Privatsphäre. Und ein schwarzer Bildschirm. Warm und elegant zugleich. Toll. Und das waren seine alten Klamotten. Okay. Sind das Stiefel? Nee. Das sind seltsame Hosen. Damit so schicken. Wie nennt man das denn? Sieht fast aus wie Strapsbänder, oder? Nennt man das so? Oder sind das die zum Festmachen von diesen Strümpfen? Ach, was weiß ich. Ich trage sowas eher selten. Höchstens mal am Wochenende, wenn ich mir eine Mark dazu verdienen. So. Schon wieder der Eichhorn-Man. Als weiter. Ja, passt schon. Leider gibt es nicht dieses Doppelklick und es wird sofort das nächste Bild geladen. Aber wir sind natürlich auf der Flucht. Ja, wobei, doch jetzt gerade schon. Mehr oder weniger. Müssen schneller sein als der Tod. Ich glaube, der macht es nicht mehr lange, der Hansi. So, wir haben den Kittel. Wir haben... Was ist das denn? Lass dich mal ansehen. Die Karten... Komm. Umdrehen. Eine Sonnenbrille oder eine Winterbrille. Aufgezogen, alles klar. Na gut. Wenn sie schneeblind wird, dann ist auch keinem geholfen. Hoffentlich warten jetzt hier nicht die zwei Halunken. Nee. Hä? Kloster? Wir läuten. Mich raten, niemand macht auf. Ah. Hat er gerade den Kopf geschüttelt? Und wieso pfeift er wie ein Vogel? Sag doch mal Hallo. Nee, ne? Heißt, wir müssen außen rum? Oder wie ist das? Nun... Was in? Ist da vielleicht der komische... Ach ja, Fisch. Viech. Entschuldigen Sie die Störung. Hallo. Gott segne Sie. Was kann ich für Sie tun? Wir brauchen Medizin. Hier ist das Leichentuch. Ich heiße Kate Walker. Mein Zug steht zurzeit im Bahnhof von Romansburg. Romansburg ist leider keine sehr empfehlenswerte Stadt. Vor allem nicht für eine fremde Frau, die ganz allein ist. Ich habe nicht vor, mich lange dort aufzuhalten. Die sind ja echt alle komisch hier in diesem lustigen Örtchen. Ist wohl sehr abgeschieden, was? Ich begleite einen alten Mann namens Hans Vorarlberg. Vorarlberg? Sie sagten Vorarlberg? Kennen Sie ihn? Nein. Ich habe mich verhört. Der hat jetzt nicht das gehört, was ich meine, was er gehört hat, oder? Ah, haben Sie das gehört? Das ist der Gesang der Merula Alba. Ah, wenn ich doch nur eine zu sehen bekäme. Es ist ein seltener Vogel, verstehen Sie? Nur wenige Menschen hatten je das Glück, ihn zu sehen. Er sucht wohl eine andere Merula Alba. Okay, du Freak. Wir wollen eigentlich nur... Hier ist das Leichentuch. Bist du irgendwie der Vorsteher? Wie hießen die? Ich sehe noch... Der... Irgendwas mit P. Mein Freund ist sehr krank. Verstehen Sie? Prior? Nee. Das ist gewiss Gottes Wille. Was kann ich dagegen tun? Sie könnten vielleicht an sein Krankenbett kommen. Auf keinen Fall. Da würde ich sogleich den Zorn unseres Patriarchen auf mich laden. No. Der Patriarch. Okay, also er ist das nicht. Vielleicht müssen wir den Vogel mit dem Fisch fangen, müssen den Fisch fangen. Dann kommt der Vogel, dann ist er glücklich, er lässt uns hoch, irgendwie sowas.
Ich bin auf der Suche nach jemandem, der einen Kranken pflegen kann. Unser Patriarch ist ein hervorragender Arzt. Und er heilt sowohl den Körper als auch die Seele. Ja, muss ich auch lachen. Bitte, können Sie mir nicht helfen? Ich bin nur ein einfacher Mönch. Da müssen Sie zu unserem Patriarchen gehen. Da oben im Kloster. Sie meinen, da oben im Kloster kann ich jemanden finden, der mir hilft? Ja, im Kloster bestimmt. Er verarscht mich doch, oder? Ich habe an der Klostertür geklingelt, aber niemand hat mir geantwortet. Vielleicht will man mich nicht einlassen. Wissen Sie einen anderen Weg? Es gibt keinen anderen Weg. Warum lässt man mich nicht ins Kloster? Duralex, Sedlex. Wie bitte? Das Gesetz ist streng, aber es ist Gesetz. Welches Gesetz? Ich mag darüber nicht sprechen. Man muss sich dem Gesetz fügen. So, so. Ich muss unbedingt einen Arzt für meinen Freund finden. Ich wasche nur Wäsche, so ist das eben. Die einen sind die Ärzte, andere waschen Wäsche. Ich werde mich durch sie noch verspäten. Oh, haben Sie das gehört? Das ist noch eine Merula Alba. Warum wollen Sie mir nicht helfen? Ich muss meine Arbeit vor dem Abendgebet beenden. Sie wohnen doch im Kloster, nicht wahr? So ist es. Seid ihr zahlreich da oben? Oh, nur ein paar alte Mönche. Nur noch wenige fühlen sich heutzutage berufen. Sagen Sie mal, wie kommt man in das Kloster? Man muss nur an der Glockenschnur ziehen. Aber nicht zu fest, ey. Sonst verschrecken sie die Vögel. Der Mönch an der Pforte wird sie hineinführen. Danke. Jetzt müssen wir nur noch die Klamotten haben, oder? Oder wie machen wir das? Das kann sie hoffentlich überstreifen. Oder muss sie wieder zurücklaufen, um sich umzuziehen in Privatsphäre? Ich habe an der Schnur gezogen, aber der Pförtner lässt sich nicht dazu herab, mich einzulassen. Es gibt Bestimmungen. Das heißt, Traditionen, die geachtet werden müssen. Was für Bestimmungen? Was für Tradition? Tja, gewisse Menschen sind weniger würdig als andere. Zum Beispiel Frauen. Aha. Und wie kann der Pförtner sich ein Urteil darüber bilden, indem er mich einfach nur anschaut? Tja, das... Ich meine, es ist mir unangenehm. Sag's schon. Wollen Sie damit sagen, ich bin nicht würdig, Ihr Kloster zu betreten? Nein, ich... So habe ich das nicht gesagt. Ich wasche nur die Wäsche. Doch, Sie haben indirekt gesagt, ich sei nicht würdig. Femina in concessus. Im. Ich verstehe kein Latein. Es ist wie bei den Vögeln. Irritacus rubecula, picus viridis, merula alba. Alles klar. Sie können also Latein. Oh, Mönchslatein. Mehr nicht. Aber Sie scheinen die lateinischen Vogelnamen zu kennen. Ja, ja, Vogelnamen, ja. Picus viridis. Grünspecht. Wie ist es mit Irritacus rubicula? Rotkehlchen. Jetzt kommt Feminina. Und Merula alba? Weiße Amsel. Weiße oder Weise? Femina in concessus. Frauen sind hier nicht gern gesehen. Nein, Da haben wir's. Weil ich eine Frau bin, darf ich das Kloster nicht betreten. Ich habe verstanden. Tja. So sind die Bestimmungen. Ich kann nichts dafür, meine Schwester. Ja, gewiss, Bruder. Die Frauen sind die Quelle aller Sünden, so ist es doch. Ja, so eine Männerdomäne. Könnte man eine Frauenquote erwirtschaften. Egal. Was ist eine Merula alba? Ein seltener Vogel. Man sieht ihn nie, denn er ist weiß wie der Schnee. Oh. Es heißt, dass wer ihn sieht, klaren Geistes und hellen Verstandes wird. Das klingt nicht schlecht.
Könnten wir gut gebrauchen. Es scheint ja viele Vögel hier in dieser Gegend zu geben. Oh ja, aber mich interessiert nur einer. Die Mirula Alba. Ich gehe. Bis bald. Ja. Heißt, er will den Vogel, dann können wir uns die Klamotten schnappen und dann geht's vielleicht hier weiter. Weil, so kommen wir nicht da rein. Wir müssen uns verkleiden, mal wieder. Tja, ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Und das wunderschöne Saibiwa 2. Oh, scheint kalt zu sein. Der Wind weht, es schneit, einfach toll. Beim nächsten Mal mehr. Ich danke fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.